Servus, ich bin der Raffi, wir sind vom zweiten Lehrjahr Mechatroniker von der BSH Traunreuth und ich zeige euch jetzt die Lehrwerkstatt. Servus, ich bin der Bini. Servus, ich bin der Sebastian. Felix. Ich bin die Elli. Philipp. Servus, ich bin die Elisabeth. Ich zeige euch jetzt den ersten Schwerpunkt von der Mechatroniker-Ausbildung. Das ist die Mechanik. Da machen wir Feilen, Drahen, Bohren, Fräsen. Und ich zeige euch jetzt einmal das Körnen für. Du hast noch schnell ein paar Schleifen und dann noch bohren. Dann gehen wir jetzt zum Bohren mit anschließendem Senken und Reiben. Also zu unserem Arbeitsablauf, das schaut so aus, dass wir in der Früh an die Arbeit kommen und uns ganz normal umziehen. Dann im ersten Lehrjahr dort noch halt in der Lehrwerkstatt Grundlagen lernen, wie vorher schon erwähnt, Elektronik und Mechanik. Und im zweiten Lehrjahr schaut es dann so aus, dass man in die Einsatzabteilungen kommt. Das heißt, dass man in Entwicklungen kommt oder in die Fertigung und da halt auch bei, im Standort halt mitarbeiten darf. Hin und wieder kommt man dann auch mal rein, also in die Lehrwerkstatt rein, um Prüfungsvorbereitung zu machen. Die Zwischenprüfung und später dann für die Abschlussprüfung. Dann haben wir alle 3 Wochen haben wir mal eine Blockwoche Unterricht, also Schule, Berufsschule in Altötting. Okay, der zweite Schwerpunkt von der Mechatronik ist die Elektronik und da beschäftigt man sich vor allem mit zum Beispiel so Sachen wie Installationstechnik, Steuerungstechnik, dann ziemlich komplexes oder ziemlich große Bereiche sind am Programmieren, was wir zurzeit machen und dann noch Elektropneumatik oder Pneumatik, also Druckluft. Und na gut, also PC-Sachen wie zum Beispiel Schallpläne oder ja, pneumatische, elektrische Schallpläne über PC zeichnen, wo dann zum Beispiel so ausschaut. Programmieren, dann schaut es so aus. Also erst lesen wir uns halt die Funktionsbeschreibung durch, dann machen wir eine Skizze, also ein Graphset. Genau, und dann kann man am PC das Programm schreiben. Das ist jetzt noch ein bisschen älteres Programm. Da gibt es schon neue, keine Angst. Aber wir haben das jetzt mal erst mit dem Alten gelernt. Genau. Ich beschäftige mich mit der Prüfung von der Lampenfassungsmontagevorrichtung. Dazu brauche ich das VDE-Prüfgerät. Und mit dem Ganzen prüfe ich die Sicherheit von der Anlage. Wir bei der BSH, wir sind ein gutes Team mit kompetenten Ausbildern. Vor allem haben wir ein angenehmes Lernumfeld. Und wenn euch das noch nicht überzeugt hat, dann schaut bei uns in der Kantine vorbei.